Am 5. Mai 2023 fand im wunderschönen Schloss Burgau eine beeindruckende Vernissage statt, die Werke von drei herausragenden Künstlern präsentierte. Die Ausstellung bot den Besuchern die einzigartige Gelegenheit, die faszinierenden Bilder von Danches, die einfühlsamen Fotos von Dierenberger und die beeindruckenden Skulpturen von Lehner zu entdecken. Die Kombination verschiedener Kunstformen in einer solch historischen Umgebung versprach ein außergewöhnliches Erlebnis und die Veranstaltung enttäuschte nicht. Ich möchte Sie als Bürgermeister der Marktgemeinde Burgau auf das Herzlichste hier in Schloss Burgau begrüßen zur heutigen Ausstellung Kunst im Schloss. Es freut mich sehr, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Eure Anwesenheit gibt diesem Schloss einen wunderbaren Charakter. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, eine Ausstellung im Schloss Burgau hat schon Tradition. Und Tradition hat eine Ausstellung und gleichzeitig verbunden mit einem Namen. Denn ich bin jetzt auch schon sehr lange Bürgermeister und ich weiß, dass er von der Anfangsstunde hier Ausstellungen gemacht hat. Ich freue mich sehr, einen der Künstler zu begrüßen, Herrn Professor Josef Lehner. Herzlich willkommen. Weiters freut es mich sehr, einen neuen Künstler hier im Schloss Burgau begrüßen zu dürfen, Herrn Anton Nürnberger. Herzlich willkommen. Und last but not least, er ist immer ein bisschen im Hintergrund, aber gleichzeitig im Vordergrund, Josef Danches. Herzlich willkommen hier im Schloss Burgau. Wissen Sie, meine Damen und Herren, ich höre jetzt in den letzten Wochen immer wieder herzlichen Dank, dass wir hier im Schloss Burgau ausstellen dürfen. Ich darf als Bürgermeister etwas anderes sagen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr hier bei uns ausstellt. Und ich sage Ihnen eines, die Burgauerinnen und Burgauer heißen euch auf das Herzlichste willkommen. Ja, meine Damen und Herren, heute wunderbar begleitet von einer Hafenistin, und zwar von Sabine Jammes. Sie ist die künstlerische Leiterin der Burgspiele Güssing. Nach ihrem Sprachenstudium an der Universität Wien ging sie nach Paris, um dort ein Künstlerleben in Zirkus, Kabarett und Musikhall und nicht zuletzt als Musikerin zu führen. Ihre Showerfahrung und Glitzerwelt bereichern ihre Arbeit als Regisseurin. Verblüffende Effekte und originelle Ideen machen ihre Theaterproduktionen zu eindrucksvollen Spektakeln. Herzlich willkommen auf Schloss Burgau. Und unser Landtagsabgeordneter Hubert Lang wird ein paar Grußwörter an uns richten. Bitte, Hubert. Meine Damen und Herren, es ist großartig, dass es hier in Burgau so eine Ausstellung Vernissage gibt. Es ist großartig, wenn viele hier sich mit engagieren, insbesondere natürlich hier auch an vorderster Stelle die Gemeindeführerin mit dem Bürgermeister Löffler. Aber allen jenen, die aktiv beigetragen haben, dass diese Ausstellung gelingen kann, ein riesengroßes Danke. Ich darf und mit besonderer Freude, mit besonderem Dank, den Dank des Landes überbringen, den Dank des Landeshauptmannes überbringen für diese Ausstellung. Viel Erfolg den Künstlerinnen und Künstlern und ich hoffe, dass wir uns in Zukunft immer wieder sehen, wenn es diese Ausstellung gibt. Ich danke allen Besucherinnen und Besuchern, dass sie diese Wertschätzung entgegenbringen und hier vor Ort mit dabei sind. Mit einem steirischen Glück auf wünsche ich alles Gute für heute Abend und für die Zukunft. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich übergebe nun das Mikrofon an unseren Herrn Professor Franz Weizen, der die Laudatio halten wird und ich werde das gleich ein bisschen vorbereiten.
dass er da gut zurückkommt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedauere, dass Sie stehen müssen. Sonst geht nicht anders. Ich weiß aber, wie schwer es ist, lange zu stehen. Deswegen werde ich mich kurz halten, obwohl jeder einzelne von denen, die heute hier ausstellen, es wert wäre, vieles zu erzählen. Sie werden sich untereinander kennen, nehme ich an, viele werden den einen den anderen kennen, es werden manche viele nicht kennen, also es ist ein durchaus gemischtes Publikum. Und ich möchte damit beginnen, dass ich erstens einmal der Gemeinde herzlich danke, dass sie immer diese Initiativen aufgreift, wenn Künstler herantreten an die Gemeinde und eine Ausstellung sozusagen vorschlagen. Ich möchte in zweiter Linie danken den drei heute hier ausstellenden Künstlern und gar nicht so sehr auf die Einzelnen eingehen. Ich bin kein Kunst- und Kulturkritiker, ich bin selber mein Leben lang ein Kulturveranstalter gewesen. Ich habe selber 35 Jahre eine Galerie geführt, habe über 350 Ausstellungen gemacht und kenne viele von ihnen, vom Sehen, manche von den Ausstellungen. Und war immer beeindruckt über das Potenzial, das es in unserem Raum, und hier meine ich nicht eng gesagt die Steiermark, sondern in dem Raum, in dem wir leben, plus minus 50, 100 Kilometer, wie viele Menschen es gibt, die das gemeinsam haben, was unsere drei heute hier auszustellen gemeinsam haben. Nämlich, erstens, eine fundierte Ausbildung. Das ist für viele ganz, ganz wertvoll. Einen Beruf, den sie erlernt haben, der sie befähigt, nicht sich in der Kunst abhängig zu machen durch etwas, was sie produzieren, um es zu verkaufen, sondern wo sie selber mit Herz und mit Leidenschaft dabei sind. Also das, was sie selber befriedigt und vielleicht dem einen oder anderen Betrachter der Kunst gefällt. Sie haben alle verfügen über viel Kreativität, sonst gäbe es diese Werke nicht. Sie verfügen über Sensibilität. Auch das ist etwas für einen Künstler. Man sagt immer, die Künstler haben die größten und die längsten Antennen für Entwicklungen, für Perspektiven, für Geschehnisse, für das Dasein insgesamt. Der Herr Dierenberger, der hier ausstellt, Anton Dierenberger, in Niederösterreich geboren, aber und eine Ausbildung als Grafiker, als Layouter, war im Kurier, war in der Wochenpresse tätig, war Mitglied eines Fotoclubs und war schon als Kind ein zeichnerisch Interessierter, der dann später zur Fotografie gekommen ist und die Fotografie hat ihn ein ganzes Leben lang nicht losgelassen. Und er war kein Fotograf, der das fotografiert, was jeder fotografiert, den Eiffelturm, die Rialtobrücke, den Stephansdom, sondern er war auf der Suche nach Motiven, die in irgendeiner Form außergewöhnlich sind, die man sonst nicht fotografiert, die man nicht anschaut. Und das ein Künstler auf dem Weg, nicht auf dem Weg, sondern auf dem Sektor der Fotografie, auf den man stolz sein kann, wenn man mit ihm gemeinsam aussteht. Und das gilt jetzt auch für den Herrn Danches. Das ist auch ein Mensch, wenn der ein Buch schreiben würde über sein Leben, würde das Buch 1400 Seiten haben und es würde noch immer nicht alles drinnen stehen, weil er so vieles in seinem Leben gemacht hat. Und alles, was er gemacht hat, hat er mit Inbrunst und mit Leidenschaft gemacht. Und auch das ist etwas, das die drei Künstler des heutigen Tages verbinden. Er hat seit 2004 als Künstler, vorher war er eher beruflich sehr engagiert, und hat angefangen Ausstellungen zu machen in verschiedenen, also mit Bildern in der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, in Büros, in Hotel Larimar, im Kulturzentrum Siegendorf, im Impulszentrum Oberwart, in der Bank Brüggland, also eine sehr reiche Ausstellungstätigkeit. Und eine Besonderheit darf ich Ihnen verraten, die Menschenweise, die es heute gibt und seine Frau macht. Bitte sehr, das ist auch ein Kunstwerk. Bitte auch die Frau dann. Er hat öffentliche Funktionen
begleitet, war quasi fast ein Politiker oder ein Vertreter seines Genres in den öffentlichen Institutionen, hat viele Filme gemacht, hat Filme gemacht zu einer Zeit, wo noch niemand Filme gemacht hat. Und als ich ihn heute bei mir reingehen gesehen habe, und da zwar eine kleine Kamera, schaut aus wie ein Handy, ein bisschen größeres, so habe ich mir gedacht, ein Jungfilm. In Wahrheit ist nicht er jung, sondern das, was er in der Hand hat. Weil früher war eine Kamera, wenn Sie sich erinnern, so groß, dass man die Kameraleute hat müssen irgendwie bewundern, weil sie auch eine athletische Fähigkeit gebracht haben, um diese Geräte über Stunden mit Batterien zu haben. Heute ist das so ein kleines Kastel, eine der Entwicklungen, mit der wir alle leben werden müssen. Und der dritte im Bunde ist der heute schon angesprochene vom Bürgermeister in dankenswerterweise auch als Freund Burgaus bezeichnete Professor Josef Lehner. Auch ein Mensch, der, man kann es gar nicht sagen, der für das, was er tut, lebt. Das ist eine Einheit. Sie wissen, wie schwer es ist, eine Skulptur zu formen, ganz egal, ob man als Bildhauer tätig ist und aus einem Baumstamm etwas herausschnitzt, also etwas entfernt, oder ob man etwas zusammenfügt, Ton, Gips, Beton, ganz egal was, auch Polyester und ähnliche Dinge. Und er beherrscht das meisterhaft, er hat das gelernt, den Beruf des Bildhauers. Er hat gute Ausbilder gehabt und er hat sein Leben lang als Beruf in Schönbrunn verbracht. Er hat in Schönbrunn, er war der Chef der Gesamtrestaurierung im Schloss Schönbrunn. Und das ist eine Aufgabe, die niemals zu Ende geht, aber er hat Grundzüge dieser Restaurierung eingeführt, nach denen heute noch gearbeitet wird. Und auch das ist etwas, was einen Menschen hervorragend aussieht. Außerdem ist er ein liebenswürdiger Mensch. Der Gott sei Dank nie Nein sagen kann. Und wie er mich angerufen hat, habe ich da die Ausschreibung gemacht, wo ich so gerne, aber ich gehe mit Krücken, oder so, ist wurscht. Wenn man so schön schaut, dass man sich anhalten kann, ich danke ihm dafür, weil uns eine jahrzehntelange Bekanntschaft, um nicht zu sagen Freundschaft, verbindet, wenn Sie die Gelegenheit haben, einmal in Ollersdorf sein Atelier anzuschauen, dann schauen Sie es sich an. Das ist wie ein Museum moderner Kunst, aber nicht der modernen Kunst, die nur darauf ausgerichtet ist, Aufsehen zu erregen, sondern die darauf hinausgerichtet ist, Freude zu erzeugen. Und schaut sich, dass Sie mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Das ist bereichernd, das ist Horizont erweiternd, das ist erfreulich und so soll eine Ausstellung sein. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Danke. Ein Interesse auf ein Bild. Auf ein super! Bild.